Ja, Freunde, hier ist wieder Jens vom Hauptkanal, Jens ist Mobawelt. Und heute mache ich wieder ein bisschen was auseinander. Ja, draußen ist zwar schönes Wetter, also es ist halt warm, aber ich möchte was ausprobieren. Oder besser gesagt, ich möchte etwas fertigstellen, was ich schon lange vorhatte. Und das werde ich jetzt mal versuchen zu machen. Und zwar habe ich Folgendes vor: Masten setzen an der S-Bahn ausweiche. Das hat ganz bestimmten Grund, weil bald ein ganz bestimmter Trieb zurückkommt. Und da möchte ich schon, dass der mit simulierter Oberleitung fährt, weil das sieht auf jeden Fall besser aus. Dann der Bahnübergang auf der anderen Seite. Der muss natürlich auch gemacht werden. Aber ich habe leider keine Andreaskreuze oder Bahnschranken mehr da, da müssen wir mal sehen, ob ich noch mal solche vier Stück solche mit LED irgendwann bekomme, aber erstmal den Bahnübergang fertig machen. Dann da hinten die Ecke, da wo nicht geschottert ist, also nicht komplett der Abschnitt. Das lasse ich erstmal frei, weil ich da immer noch überlege, wie ich das mit dem neuen Viadukt gestalte. Alles später. Aber erst einmal da hinten die Ecke schottern, wie gesagt, wo es rumgeht zum Bahnhof. Dann den Zaun hier hinten an der Wagenhalle machen. Mal gucken, was ich da für einen Zaun nehme. Also Maschendrahtzeug habe ich jetzt nichts da und ich habe auch nicht dementsprechend gefunden. Aber wir werden sehen. Ja, gut. Jetzt fragt euch sicherlich, es wird aber die ganzen Masten setzen und diese blöde Oberleitung mit diesem Draht geflasht. Seht ihr? Fällt aus. Das hier nehme ich nicht mehr. Ich nehme was anderes. Mir hat jemand einen Tipp gegeben, was auch gut funktionieren würde. Wir werden ja sehen, ob das klappt. Ich werde das erstmal nur bei der S-Bahn-Ausweiche ausprobieren, ob das funktioniert. Natürlich, wenn die Masten dann richtig fest sind, weil wenn die nämlich locker sind, da rupft es die wieder um. Und zwar ist es das Zeug hier. Das ist ganz, ganz dünner Draht. Bald kann man es ja sehen. Der könnte als Oberleitung durchgehen, würde ich sagen. Es hat ja jemand gesagt, das soll es mit Gummi machen, aber Gummi ist er selber, nach einer Weile wird er spröde und dann hängt er dann durch. Aber das Zeug, das sollte eigentlich gut gehen. Problem ist aber dann an der Sache, wenn dann diese Masten stehen, kriegst du die Gleise nur noch sehr, sehr schwer gereinigt. Ah ja, dann die, wie gesagt. Ne? Aber das mit der Zugbeeinflussung kann man ja dann immer noch einbauen. Das ist ja nicht aus der Welt. Hat ja auch jemand unter meine Videos jetzt oder unter mein letztes Video geschrieben, dass es besser ist, eine Zugbeeinflussung einzubauen, gerade wegen der Geschichte hier mit der Kreuzung. Wird alles passieren, aber das Stück für Stück. Jetzt werde ich erstmal anfangen, die Masten hier, jetzt ist schon wieder mein Ohr zu, ich weiß nicht warum. Ich werde jetzt erstmal versuchen, die Masten zu setzen und da guckt man mal, wie weit ich komme. Und vor allen Dingen, wie es dann zum Schluss aussieht. Gut, bis gleich. So Freunde, da geht es jetzt los. Beim Betriebswerk ist vollgestellt mit Utensilien. Sollte man vielleicht noch die Loks wegnehmen, aber die stören jetzt hier nicht. Da komme ich an den Strand an die Loks, weil es geht ja um das hier. Na, ihr seht's. Da geht's raus und weiter und so fort. Ich probiere das jetzt erstmal nur. Das ist jetzt wie gesagt nur ein Versuch, wie das Ganze ausschaut. Das beeinflusst ja auch nicht die Arbeit, die dann da hinten passiert, sondern weil ich nur bis zu diesem, was immer das darstellen soll, Wartehäuschen oder Imbiss, setze ich die Masten und bis dahin setze ich auch diese komische, versuche ich mal, das hier. Aber wie gesagt, erst wenn es trocken ist, werden wir dann sehen. Die Gleise sind vollgestellt mit Zeug. Kann man ja dann wieder absaugen, ist ja nicht das Problem. Gut, fangen wir mal mit dem ersten an. Und den machen wir mal weg hier. So. Und da gucken wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe das letzte Mal euch nicht gezeigt, wie ich die Masten gesetzt habe, glaube ich. Das war, glaube ich, im Video nicht zu sehen, sondern nur, wie ich fertig war. Aber diesmal zeige ich euch, wie ich das gestalte.
und wie ich das mache. Natürlich, wegen den Abständen muss man jetzt darauf achten, dass man jetzt die Masten nicht zu weit auseinander macht. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel einen Mast hier ersetzt, ja, genau da, wo der Eingang ist, am besten nicht so. Das wäre ein bisschen ungünstig, weil da die Leute rein und rausgehen, sondern genau ans Gleis. Sollte man dann natürlich auch mit berücksichtigen, dass wenn hier mal große Wagen durchfahren, die zum Bahnhof durch müssen, dass der Mast in dem Abstand steht, ohne Probleme die Wagen dran vorbeikommen. Ich denke mal, ich werde auch hier mit Dostos langfahren müssen, sollen, dürfen, die dann auch dort halten. Und dann sollte man, wie gesagt, darauf achten, dass der Abstand stimmt. Gut, ich werde jetzt erstmal den ersten Mast setzen. Und der ist geplant, wie gesagt, hier. So, jetzt seht ihr ja, dass hier der Schotter fest ist. Aber da habe ich mir was Cooles überlegt. Also das ist was Cooles. Natürlich mache ich das wieder nass. Ja. Gut, an der Weiche ist es ein bisschen ungünstig. Aber das muss man ja ein bisschen nass machen, weil das ja sonst nicht hält. Oder weil es sonst nicht sich reinschieben lässt unter den Schotter. So, machen wir den jetzt genau hierher. Ja, so. Und dann nehme ich das da. Jetzt nehme ich mal den hier. Das ist los. Und dann teste ich das mal, wie der hier lang kommt. Ob der überhaupt anstößt und dann kann ich den nämlich festmachen. Wenn er die Autos sucht und die Fahrzeuge hier wegräumt. So, wir fahren sie über die falsch gestellte Weiche, ist klar. Und dann fahren wir hier rum. Und wie ihr seht, der Abstand, der passt. Machen wir hier das Licht an, da sieht man ein bisschen, sieht man zwar auch nicht viel mehr, aber man sieht so deutlich, dass der Abstand vom Mast ausreichend ist zum Wagen. Also er sollte eigentlich nicht anstoßen. Größere Wagen habe ich ja nicht. Auch diese Großraumwagen, falls ich mal mit denen da lang fahre, sollten da nicht anstoßen. So, gut, schieben wir den Wagen weg. Dann legen wir eine Weile aufs Dach. Da stört er nicht. Und dann nehme ich mir hier Nagel. Nagel nehmen. Ja, ganz normal Nagel. Mal sehen, ob das jetzt so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach, so einen Mast festzumachen. Vor allem, wenn man das da reindrücken will, klappt das meistens nicht so, wie man sich das vorstellt. Und wenn man gefilmt wird, ist es erst recht nervös. Ich bin ja nervös, bin ich ja. Ich bin nervös. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Oh, ist das ruhig, Alter. So. Mast sitzt, Gehweg ist frei, Problem gelöst. So. Natürlich ist der jetzt nicht kaschiert, ist klar. Der wird aber jetzt kaschiert. So, gut. Machen wir noch ein bisschen nass. Nee, Quatsch, nass machen wir noch nicht. Wir machen jetzt erstmal was anderes. Ich will ihn noch zusätzlich fixieren mit dem Leim hier. Da kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass er wirklich fest ist. Natürlich sollte man dann wieder aufpassen mit der Weiche, ist klar. Ich weiß, dass das Bastelkleber ist. Und ich weiß, dass der normalerweise nur in Tropfen verwendet wird. Aber der hält wirklich sehr gut, was das Verteilen auf der Anlage mit dem Masten angeht. Da drüben den krieg ich nicht mehr weg. Den wollte ich eigentlich versetzen, aber dann ist das passiert. Wo ist der Häuser? Moment. Den habe ich nicht weggekriegt, den Kabel. Ja, dann hat es knack gemacht. Da war der Fuß weg. So schnell kann es passieren. Naja, egal. So, gut. Also der Mast steht jetzt. Ich will aufpassen, dass ich hier nicht verdrehe. Es sind so viele Einstellungsmöglichkeiten an der Kamerastativ vorhanden, dass ich halt ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht zu sehr für euch wackelig wird. So, der Mast ist jetzt zum Teil fest, aber eh nicht kaschiert. Und jetzt nehme ich einen Schotter
träufle den da drauf und schon verschwindet der Nagel. So. Ein bisschen nass machen, aber vorsichtig, weil ich ja jetzt gerade hier geklebt habe. Dass die Weiche jetzt ein bisschen nass wird, das lässt sich nicht ändern. Aber ihr seht, jetzt ist der Mast verschwunden unterm Schotter. Und zum Schluss nehmen wir dann unsere Soße. Nämlich das Holzleim-Wassergemisch, sage ich jetzt mal dazu. Mein sieht ein bisschen komisch aus, ich muss ein bisschen aufpassen hier, nicht, dass ich alles auf der Gleise verteile oder so. Ne, der sieht aber schon vergammelt aus irgendwie, keine Ahnung. Sieht ein bisschen komisch aus. So. Muss da hinlegen. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Gras. Und wie gesagt, das wird dann später noch mit dem Draht versehen. So, ich denke mal, jetzt ist er gut kaschiert. Und dann noch ein bisschen, komm ich nicht ran. So, gut. Das war der erste. Gut. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich den Draht jetzt ziehen werde, ja, ich habe da Folgendes vor. Ich werde den, wenn ich den Draht dann habe, werde ich den hier an jeder Öse festkleben. Bei mir wird er sowieso nicht mit Stromabnehmer gefahren. Ich könnte natürlich auch unten drunter kleben. Das Problem ist halt dann diese Übergangsstelle. Ja? Man könnte jetzt auch den Draht Stück für Stück verteilen und dann mit Lötpunkten versehen. Aber wie gesagt, bei mir ist es halt nur eine Simulation. Bei mir wird definitiv nicht mit Stromabnehmer oben gefahren. Und wenn, dann halt nur so, ihr kennt das ja schon, das habe ich ja schon mal gemacht, leicht angehoben, ne? Aber mit einem Draht gesichert, sodass dann ich oben anstoßen kann. Sieht ja auch ziemlich cool aus und ich denke mal, wenn dann der Triebzug da ist, dann auf jeden Fall, da freue ich mich schon richtig drauf. Gut, so als nächstes setzen wir den nächsten Mast. Da nehme ich jetzt, wie gesagt, als Abstand den Draht hier. Oder besser gesagt, diesen Oberleitungsfachdraht. Und ich sehe, der Abstand ist, glaube ich, zu hoch. Weil wenn ich nämlich dann später hier den normalen Draht ziehe, dann geht es um die Grove rum. Und das sieht doof aus. Deswegen werde ich den nächsten Mast ungefähr hier setzen. So. Ja, Abstand sollte reichen. Ich markiere mir das auch nicht, da braucht ihr keine Angst haben. Das wird nicht passieren. Das mit dem Markieren. Schiebt es sozusagen hier unter Schotter. So. Und der Gehweg bleibt frei. So wie das halt in echt ist. Weil es gibt auch Gehwege, wo das direkt an den Masten vorbeiführt und der Mast vielleicht einen kleinen Millimeter in den Gehweg reinragt oder ins Gebüsch. Ihr wisst, was ich meine. So, nehme ich jetzt Nadel wieder. Das ist natürlich jetzt eine ganz schöne Fummelei hier. Mit dem, halt, dass ich die Hecke kaputt mache. Mit den Nägeln, aber ich will es ja fest haben, sodass es halt auch dann später, wenn ich den Draht ziehe, nicht gleich wieder Mast wegfetzt oder umknickt oder ähnliches. Deswegen sollte man dann halt wirklich die Masten versuchen, so gut wie möglich zu fixieren. Jetzt habe ich einen Zaun gerissen, das ist nicht so schlimm, der muss eh versetzt werden. So, gut. Auch darauf achten, dass es gerade ist, denn wenn der dann ein bisschen zu krumm steht, dann sieht das nämlich dann auch blöd aus. Deswegen versuchen, so gerade wie möglich den Mast zu machen, dass das nicht so, ich sage mal, ulkig aussieht. Tja. Das werde ich dann später mit dem Saugwagen sowieso nochmal abfahren. Da muss ich halt auch wieder hinter der Kante hier aufpassen. Der Wagen, der tut nämlich an der Kante hier
da bleibt er noch hängen. Dann muss ich ihn schieben. Da werde ich ihn wohl hier auch durchschieben müssen. Ihr seht ja jetzt auch hier, dass die Masten hier an der Stelle, da seht ihr ja, dass die nicht exakt bis zum Gleis rangehen dürfen. Da muss ich auch den Zaun ein wenig verschieben, so wie ich den gerade verschoben habe hier vorne. Zwangsverschoben. Aber noch sind wir ja nicht an der Stelle, ne? So. Der steht jetzt. Dann machen wir wieder den Leim ringsrum. Ich denke, der Abstand sollte reichen wegen Dostel. Kann ich natürlich noch mal probieren. Aber das sollte eigentlich sollte lang. Aber zur Sicherheit nehmen wir halt nochmal ein Dostel. Fahren dann nochmal lang. Bevor ich ihn ganz fest mache, wäre dann ein bisschen blöd, wenn es dann nicht passt. Ja, da seht ihr es, es passt. Ist ein bisschen knapp. Vielleicht sollte ich ihn doch ein bisschen versetzen, ich weiß nicht. Das ist doch ein bisschen knapp, ja. Also er stößt nicht an, er stößt nicht an. Aber ich denke, real wäre das nicht möglich. Ja, weil der Mast doch ein bisschen zu nah am Wagen vorbeiführt. Und deswegen muss ich den wahrscheinlich doch ein kleines Stück versetzen. Jetzt habe ich doch hier schon Leim dran gemacht, aber das sollte aber trotzdem funktionieren. Dass man den noch versetzen kann, den guten Mast. So. Den machen wir wieder raus hier. Den schmeißen wir auf den Boden. Ich muss ihn aber sowieso nachher kehren. So. Reinlatschen sollte man natürlich dann nicht, ist klar. Und dann setze ich den ein bisschen weiter hier so rüber. Dann geht er halt ein kleines bisschen in den Gehweg rein. Aber wenn er, wie gesagt, zu nahe an den Dostos vorbeiführt, das sieht einfach nur blöd aus. Das ist nämlich alles wieder etwas duster. So sehe ich das vielleicht besser. Und wie gesagt, abfahren mit dem Staubsaugerwagen werde ich das Ganze dann sowieso. Steht er, wie gesagt, ein kleines bisschen im Gehweg drin, aber dafür weit genug weg, dass der Dosto realistisch dran vorbeifährt. Seht ihr das? Das sieht auf jeden Fall besser aus. Gehen wir noch so mal ein bisschen ran, damit man es halt besser sehen kann. Seht ihr das? Der Abstand ist jetzt höher und sollte keine Probleme mehr bereiten. Aber man sollte trotzdem nicht den Kopf aus dem Fenster stecken. Geht ja bei Dostel sowieso nicht. Aber bei IC-Wagen geht das auf jeden Fall. Habe ich selber probiert. Gut, so. Gleiches Spiel wie vorhin. Erstmal gucken, ob er gerade sitzt. Mal ein bisschen fester machen. Der wackelt mir noch ein bisschen sehr über mir. Die Leute werden sich wundern, was hier los ist. Ach, sehr lustig, jetzt wird es endlich mal elektrifiziert. Das wird ja auch mal Zeit. So, dann nehme ich nochmal diesen Klebstoff hier. Das ist halt, wie gesagt, doppelte Absicherung, dass es auch wirklich fest ist. Also nicht nur mit Nadel. Und auch nicht nur mit Holzleim, sondern halt mit beiden. So.
dann Schotter. Und ich habe mir das nicht auf die Schienen. Mann, ich zittere, ich sage, das geht gar nicht mal. Klar, wenn ich jetzt mit Wasser arbeite und mit dem Leim, dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Aber das sollte trotzdem keine Probleme geben. Und natürlich auch ein bisschen Gras. Möglichst nicht einen Gehweg vollschmieren. Ja, ich denke, das reicht so. Ja, das sieht gut aus. Okay, das war der zweite. Jetzt machen wir mal den Zaun wieder gerade hier, der ja gerade umgeknickt wurde. Denn jetzt ist nämlich genau diese Situation, wo sich das hier trennt. Ne? In Real ist das ja so, dass dann ein Mast oder zwei Masten bei einer Weiche sind. Oder eben, wie gesagt, ein Mast, genau dort, wo die Zunge ist, und dann teilt sich das Ganze. Und das will ich auch hier simulieren. Ihr seht, dass der erste, den ich jetzt gesetzt habe, genau vor der Zunge ist. Und bis hierher wird einer gezogen, der hier rüber geht, bis zur Weiche. Natürlich, wie gesagt, mit dem Draht. Eigentlich könnte ich diesen ganzen Firlefanz hier wegmachen und dann den Draht mal hier ausprobieren. Aber das machen wir alles später. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das soll halt simulieren, dass hier die Abzweigung ist. Der Mast wird ein Stück versetzt, wenn man das ja sehen kann. Moment. So. Der Mast wird ein Stück versetzt. Der kommt hier genau vor der Weiche. Dass genau da, wo die Zunge ist, die Abzweigung kommt. Also hier auch der Fahrdraht abzweigt, bis er hier geht. Und dann, wie gesagt, sich das teilt. Und das Ganze geht natürlich nur, wenn man dann auch darauf achtet, dass die Masten genau gegenüberstehen. So, jetzt müssen wir es doch sehen. Ihr seht das, ja? Ja? Gut. Problem ist, wie gesagt, jetzt wegen dem Zaun. Den nehmen wir mal weg. Zack. Den kann man ja später dann wieder setzen. Das ist ja nicht das Problem. Aber ihr wisst ja, wie ich das meine mit dem Schotter. Und da haben wir nämlich genau das gleiche Problem. Hier muss man auch ein Dosto testen. Also, Weiche stellen. Und bis dahin fahren, wo er ausschwenkt. Und das ist nämlich genau an der Stelle hier. Und ihr seht da schon, wo ich den Mast ungefähr hinsetzen muss, dass er nicht zu nah an den Wagen drankommt. Und bei Güterwagen ist ja noch das Problem, dass manchmal die Leitern von den Kesselwagen etwas überstehen. Und da muss man auch darauf achten, dass der Mast da nicht zu nah dran ist. Das ist also manchmal breiter als ein Dosto. Und da kann es passieren, dass die Leiter dann den Mast wegruppt oder der Mast die Leiter vom Kesselwagen. Und das will man natürlich auch nicht, wenn man mal hier lang fährt. So, gut. Dann nehme ich mir jetzt den nächsten. Der nächste bitte. Und dann gucken wir mal, wo wir den ungefähr hinsetzen können. Das ist auch, ja, ich würde sagen so. So müsste es auch realistisch sein, was das jetzt angeht mit dem besagten Abzweigdraht. So, den fahren wir jetzt einfach mal hier am Bahnhof rein. So, aber nicht einsteigen. Und dann machen wir es wieder nass. Wie gesagt, das war eine spontane Idee jetzt von mir. Ich musste mich etwas abreagieren. Also nicht hier mit kaputt oder so, ich muss mich ablenken. Weil heute, ja, es ist halt einfach nur ein schlechter Tag gewesen, nicht mein Tag. Kann halt nicht immer alles perfekt laufen, was das betrifft, aber gut. So. Ja, ich denke, das passt so. Es sollte auch von dem, was ich jetzt hier mache, realistisch sein mit den Abzweigen. Klar, man könnte den meistens auch hier oben hinsetzen. Aber ich hatte es euch ja erklärt, dann entsteht hier durch den Draht einfach nur, dass es gerade rüber geht ohne die Kurve. Und das sieht dann einfach nur
doof aus. Ne? Und genau aus dem Grund setze ich halt ein bisschen mehr Masten. Masten mit diesem Dural, was weiß ich, wie sich das nennt. Und dann geht das nämlich besser. So, gucken wir mal, ob ich ihn jetzt auch so schön hinkriege wie den anderen oder reinkriege, ohne zu zittern. Ich habe es ja erklärt. Es ist nicht so einfach, eine Mast zu setzen mit Draht, mit Nagel. Tja, gut. So. Wollte ich nochmal drüber gehen mit Wasser. Okay. Und schon steht der Mast. Gucken wir nochmal wegen das da. Und ihr seht, der Abstand reicht völlig aus. Nochmal ranzoomen. Seht ihr es? Reicht. So. Okay. Das haut hin. Wie gesagt, wieder doppelte Fixierung, wie immer. Da jetzt aber dort der Mast steht, muss ich mir natürlich was einfallen lassen für den Zaun. Da habe ich mir natürlich was ganz Lustiges überlegt, ohne die Leute wegzureißen. Ich teile ihn einfach. Aber das zeige ich euch gleich. Jetzt nehmen wir erstmal noch ein bisschen Schotter hier und machen den weg. Den Nagel. Simsalabim, weg ist auch der Kabel. So. Dann noch ein bisschen mit dem Zeug drüber. Das ist auch ein bisschen hier. Der Rest wird ja kaschiert durchs Gras. So. Bin ich echt gespannt, wenn dann der Fahrdraht auch noch hinkommt, also dieser simulierte Fahrdraht, wie hieß das dann, rüberkommt. Ja, ich werde jetzt also nicht diese komischen Dinger benutzen aus, was ist denn das überhaupt hier, Draht, Blech, ah hier dieses Zeug hier, das nehme ich nicht. So, man hätte es wie gesagt auch anders machen können, nämlich mit denen hier, aber das sieht einfach nur bescheiden aus. Das denkt ihr sicherlich auch. Passt nicht. Sowas gehört im Bahnhof. Oder zumindest wo ein Haltepunkt ist mit 4 Gleisen und nicht nur mit 2. Bei 2 denke ich mal, das sind diese normalen Masten eigentlich ausreichend. So, gut. Das mit dem Zaun mache ich aber nachher. Jetzt setzen wir den nächsten Mast. So. Dann nehme ich mir als nächstes Kamera schwenken. Als nächstes nehme ich mir dann den hier und ich denke, wenn ich den hierher setze, müsste das reichen. Der reicht auch genau übers Gleis drüber und der Draht sollte dann auch nicht, ja, das machen wir. So, dann das machen. Nicht, dass es da Menikiki umfällt, weil er nass wird. Ja, das passt. Das ist perfekt. Kann natürlich sein, dass man mal ein oder zwei mit wegruppt, aber die werden dann einfach wieder hingeklebt. So. Oh, nicht zittern, wie sie heute. Steht ein bisschen schief hier. Bestimmt da hier was ist. Ah, okay. Da war ein bisschen Leim. Deswegen sah das so komisch aus. So, gut, der steht. Und das kerzengerade. Das werde ich euch dann natürlich auch in einer anderen Perspektive nochmal zeigen, wenn ich dann eine kleine Testfahrt mache. Dann stelle ich die Kamera natürlich genau so hin, dass man sie wieder Zug reinkommt und schön an den Masten vorbeifährt. Möglichst mit Großwagen, also Dostos und E-Lok. So, wieder die Kaschierungsgeschichte. Zuvor wieder Doppelfixierung durch Leim.
Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt diesen Leim benutze, ja, den Leim und gleichzeitig den Holzleim. Beißt sich das denn? Man weiß es nicht. Man munkelt. So. Da hier aber jetzt hier kein Schotter zu sehen ist am Gleis, nehmen wir natürlich logischerweise auch keinen Schotter, sondern Gras. Weil sonst würde das ja ein bisschen komisch aussehen. Und dann krümel ich hier ein bisschen. So. Ja, das passt. Aber das gleicht man dann sowieso noch abformen, dass das dann auch schön aussieht. Schön aussieht. So. Nächster Mast steht. Und es sieht sehr gut aus. Und das wird hoch, das Gras. Da sollte doch meine S-Bahn dann wirklich richtig cool rüberkommen, wenn ihr dann da lang fährt. Gut, natürlich mit den Abständen, das sollte ungefähr gleich sein. Also nicht einfach willkürlich hinstellen, sondern ein bisschen versuchen, einen bestimmten Abstand einzuhalten. Dazu nehme ich jetzt meine Metermaschine, ein Metermaßband und schaue hier genau nach dem Abstand. So, hier haben wir 13, hier haben wir 10 wegen der Kurve. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass die parallel genau immer gegenüberstehen, da macht man nichts verkehrt. Also ich habe schon Abstand von 13, da müsste der nächste dann genau dahin, wo er jetzt schon steht. Das heißt, das habe ich einfach nur freie Schnauze gemacht. Nicht schlecht. Werde aber wie gesagt erstmal die eine Seite machen und dann die andere Seite. So, den legen wir jetzt auf die Straße, da fährt es eh nicht. Hier wird es jetzt ein bisschen knifflig an der Stelle, wo schon die zwei Leute stehen, weil, ihr seht es, ist ein bisschen zu nah am Gleis, würde ich sagen. Was machen wir denn da? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, den Fuß zu kürzen. Was natürlich nicht so gut ist, weil die Stabilität des Mastes dann verloren geht. Man könnte natürlich auch nur festkleben, aber das ist mir einfach zu riskant. Wenn ich dann später den Draht ziehe, dann wird er mit Sicherheit umknicken. Also bleibt noch eine Möglichkeit. So. Moment, ich bin gleich noch da. Vespa. Und ich sage dazu gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich habe mich sonst damit aufgemacht. So. Jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt geht, dass ich den Zaun ein Stückchen versetzen kann. Ich glaube, das ist ja so festgeklebt, dass ich den gar nicht weiter rüber kriege. Gucken wir mal. Das ist schon ziemlich knapp. Na gut, wenn der Fuß dann unter dem Gleis verschwindet, das ist ja dann egal. Aber das ist... Fällt mir einfach nicht. Was macht denn der da? Die versetzen schon wieder den Zaun. Den haben sie doch rasch gesetzt hier, den Zaun. Also nee, der. Na, das machen die doch wegen der Oberleitung. Das haben sie doch gehört, dass jetzt hier bald eine S-Bahn fährt. Ach so. Naja, gut, es. Aber hoffentlich kommen die dann auch pünktlich. Ich denke schon, das sind die neuen Triebwagen hier. Ich weiß nicht, wie die jetzt heißen hier. Aber die fahren dann bestimmt in Abständen von 30 Minuten. Da müssen sie nicht immer zum Bahnhof rüberrennen. Ja, die Leute unterhalten sich nicht, dass sie denken, ich war ja selbst gefressen. Ja, ist besser. So, ist das nass, Leute.
Ja, oh, das sieht richtig gut aus. Herr Dostow, können Sie mal bitte kommen? Herr Dostow kommt. Aber ihr wisst ja selber, wie das ist, wenn Oberleitung steht. Und es gibt eine saftige Entgleisung. Ach, das macht aber dann Spaß, die Wagen mit reinzustellen in die Gleise oder überhaupt aus dem Gefahrenbereich zu entfernen, ohne den Masten wegzuruppen. Aber ich wollte Oberleitung und es gibt Oberleitung. Ja, wie ihr seht, ich denke mal, das spricht für sich. Der Abstand ist perfekt. So, Herr Dost, Sie können wieder gehen. Wir brauchen Sie jetzt nicht mehr. Gut. Weichstellen. Das mit der Handweiche hier übrigens, was ich mir da überlegt habe, das wollte ich ja eigentlich elektrisch machen. Oder besser gesagt mit Unterflur. Aber da muss ich mich nochmal mit jemandem beraten, ob das auch geht. Da müsste nämlich dann hier ein Schlitz rein, vorsichtig, ohne den Nippel wegzureißen. Das wird interessant. So dass man das dann mit Unterflur elektronisch schalten kann. Ich könnte es natürlich auch als Fallweiche nehmen. Ne? Das heißt, also auf der einen Seite fährt es raus, auf der anderen Seite fährt es in die Richtung wieder rein. So wie das bei der Straßenbahn zum Beispiel in Bödelsernberg ist. Dort haben die auch so eine Ausfallweiche oder wie das heißt. Oder? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt für die Experten. So, hier haben wir Chrom, den gehen wir nicht. Der Chromer kommt ja nicht in Frage. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es schaffe, die Leute nicht wegzureißen. Weil ich mich ja irgendwo festhalten muss, um den Nagel reinzuziehen. Aua, das war der Finger. So, ein bisschen nochmal setzen. Perfekt. Der muss nämlich ein wenig nach dort stehen. Wenn er nämlich ganz gerade steht, dann sieht das auch wieder blöd aus. Ich damit halt genau siehst, wie der Fahrdraht verläuft. Na? Also auch wie das in echt ist. Gut, so, der ist auch gerade. Gleiches Spiel wie vorhin. Doppelfixierung. Jetzt weiß ich, warum mein Magen jetzt knurrt. Ich habe eigentlich genug gegessen heute. Aber man weiß es nicht, man munkelt. So. Dann ein bisschen Schotter. Am möglichst so, dass man nicht das Gleis trifft. Sehr schön. Dann machen wir noch ein bisschen von dem Zustand. Damit wir das Gras auch noch wegmachen. Ja. So. So. Ja, und derjenige, jetzt habe ich aufs Gleis gekrümelt. Ja, das ist ja eigentlich auch realistisch, ne? Dass manchmal ein bisschen Gras mit am Gleis ist. Das ist gar nicht so unrealistisch, finde ich. Dann lassen wir das doch so, wie es ist. Was wollte ich sagen? Ja, es hat ja auch jemand geschrieben unter die Kommentare, dass er gerne ein Fahrvideo sehen möchte mit der Klasse 77 und die Zugkraft. Das wirst du auf jeden Fall heute noch zu sehen bekommen, heute Abend vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber lass dich überraschen. Ich werde aber die Lok nicht zu stark belasten, weil die Mini-Tricks-Kesselwagen sind schon ziemlich schwer. Und ich werde auch nicht bergauf fahren, sondern realistische Richtung. Außenrum. So, der Mast steht. Dann nehmen wir wieder unseren Zollziehen. Gucken nach dem Abstand. Naja, knapp 12. Und hier haben wir das gleiche Problem. Ihr seht es schon. Bleib stehen. Dann nicht. Nehmen wir was anderes. Ich muss mal hier eine Markierung setzen, dass ich auch noch weiß, dass ich nicht zu weit wegkomme. Hier ist es eigentlich jetzt egal vom Abstand her. Aber wenn ich jetzt hier die Abstände zu hoch nehme, dann sieht das auch wieder doof aus. Selbst wenn dann der Draht ist. Gut, man könnte jetzt natürlich
den Abstand doch ein bisschen höher nehmen. Weil ja jetzt hier die Kurve zu Ende ist. Das ist ja meistens nur in der Kurve, wo die Abstände der Masten sehr niedrig ist. Dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Mast bei 20 hin. 20. Gut, der steht auch. 20. Mal sehen. So. Das lief halt heute rum. Den Waggon fahren wir weg. Gut, wir müssen natürlich die Kamera immer schön mitschwenken, damit ihr ja auch seht, was ich veranstalte hier. So, gleiches Problem, aber hier mache ich es diesmal anders. Hier mache ich es vorher nass. Dann geht es vielleicht besser, den Zaun zu verschieben. So, gucken. Nicht kaputt machen den Zaun, sondern der wird nur verschoben. So, ein bisschen das machen. Weil ich den Mast dann rein quälen muss. So. Wie gesagt, setze die Masten nur bis davor am Bahnübergang, weil ich das auch alles noch machen muss. Das lässt sich jetzt bestimmt sehr schön machen jetzt hier. Mal sehen. Mal sehen, ob ich es hinkriege, ohne was wegzureißen. Ist umgeknickt der Nagel. Scheiße. An manchen Stellen kommt man dann wirklich nicht drum herum, das nur zu kleben, weil der Nagel sich nicht fixieren lässt. Vermutlich ist hier eine Platte drunter, warte mal. Nee, das ist nicht drunter, eigentlich nicht. Das sollte eigentlich gehen. Weißt du, Sam Jens, willst du den auch rein? Ist was drunter. Ach, Scheiße. Wird umgeknickt. Aber trotzdem ist er fest. Was von mein Freund? Ja, der ist fest. So. Ja, das sieht sehr gut aus. Mast geht genau bis in die Mitte. Also der Ausleger geht genau bis in die Mitte im Gleis. Wenn ich drüber oder so. Ja, ich weiß ja, dass das normalerweise schräg versetzt ist immer. Aber das will ich nun wirklich nicht nur auch noch simulieren. Es reicht, wenn wir das so machen. Doppelte Fixierung wieder. Schotter. Dann wieder ein bisschen Milch. Und natürlich etwas Ras. Wie immer halt. Da ist wohl, glaube ich, ein Baum umgeweht worden.
Seht ihr das? Der zeigt in den Gleisbereich rein. Der liebe Baum. Jetzt muss ich natürlich langsam auf die andere Seite gehen, weil von der Seite aus das zu arbeiten, das geht etwas auf den Rücken. So, ich hoffe, ihr könnt das immer noch schön sehen hier. So. Der Mast hier, den ich in meinem Bauch habe, der sticht mir schön rein in den Wanst. Ich will ihn aber nicht kaputt machen, deswegen versuche ich den möglichst zu umgehen. Gut. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Das reicht. Gut, noch ein bisschen sauber. Und dann wurschen wir den mal ein. Passt. Perfekt. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum macht er nicht erstmal die Elektronik, bevor er die Optik macht. Aber die Optik ist das A und O auf einer Anlage und vor allen Dingen, wenn man dann Fahrvideos macht und es sieht alles ein bisschen komisch aus, sage ich mal, dann möchte man schon ein wenig die Optik tunen oder aufbessern. Oh, was ist denn da drunter? Da ist irgendwas. Der lässt sich nicht festmachen hier. Da ist irgendwas drunter. Oh, jetzt. Perfekt. Mast steht. Und es fällt auch nicht auf mit dem Zaun, dass ich ja nachträglich die Masten gesetzt habe. Ich muss immer hier in den Bildschirm gucken, ob auch alles zu sehen ist, was ich hier veranstalte. So, hier haben wir noch zwei Autos, den nehmen wir mal weg. Hier ist mit dem anderen Bahnhof neu. Gleiches Spiel wie vorhin. Doppelfixierung. Nicht Doppelbies, das war auch der andere. Sehr schön. Ja, den nächsten Schritt. Ich habe schon einmal so ein Glas vom Fensterbrett gefegt. Das war eine schöne Sauerei. Das habt ihr Gott sei Dank nicht mitgekriegt. So.
schon steht der Nächste. Gut. Und wenn es so schön war, machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch noch. Der hier ist ja schon gekürzt. Da hatte ich nämlich vor, da habe ich einen Fuß weggemacht, den Zaun so zu lassen und den Mast einfach so hinzusetzen. Aber das war mir einfach zu riskant, weil die Masten sollen ja wirklich fest sein, wenn dann später der Draht gezogen wird. Das wird bestimmt lustig. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit dem Draht mache. Also ich denke, zu 80% werde ich es machen. Aber falls ich wirklich einen Mast dabei abreiße, umknicke oder kaputt geht, lasse ich es einfach weg. Dann wird es halt nur simuliert. Hier fährt E-Lok und Triebzug mit Strom. Aber eine Oberleitung lasse ich dann einfach weg. Ne? Sozusagen nur eine Andeutung. Man muss ja nicht wirklich alles übernehmen, was andere machen. So, das ist der jetzt hier. Dann setzen wir genau gegenüber, damit das Ganze auch authentisch wirkt. Ich würde sagen, das sieht doch manchmal schlecht aus. Nagel, wo sind sie? Hier möchte ich mir mal da hinlegen, wo sie gleich sehen. So. Dadurch, dass das Holz so dünn ist bei mir, klappt das auch so gut. Ja? Sonst würde das natürlich mit den Reindrücken hier nicht so einfach gehen. Ich habe aber damals bei dem einen auf der Anlage gesehen, dass der so einen Nagelreindrücker hatte. Ich nenne das Ding jetzt einfach mal Nagelreindrücker, weil das für mich so aussah. Und das ging ganz gut, das Teil. Aber bei eBay habe ich es nicht gefunden. Es hat irgendwie eine Bezeichnung. Ein Nageldrücker bestimmt nicht. Nagelreinmacher oder so. Vielleicht wisst ihr ja, wie das Teil heißt. Nagelfixierer oder. Da gibt es bestimmt eine Firma von dem Ding, was das herstellt. Und da müsste man halt, wie gesagt, mal schauen. Das ist ein schwierig hier. Ja? Gut. Ja, ein bisschen. Ja, ich hab's runtergewischt. Das war natürlich nicht so schlau. So. Ach Quatsch, Blödsinn. Ja, freie Blase. Verleim. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die beiden Leimtypen sich beißen, aber das werden wir ja dann sehen, ob es wirklich fest ist. Auf die Gleise. Passt. Ja, seht ihr, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt tun wir mal rein. Könnt ihr sehen? Fällt da noch oft, dass er Fuß war? Also ich sehe da keinen. So. Und dann kommen wir dann zum nächsten Mast. Ebenfalls der gleichen Abstand und genau gegenüber. Und das wäre dann hier. So. Hier ist ein Busch. Den machen wir mal weg. Der Nachteil ist halt an Oberleitung. Man muss sich dann sehr vorsichtig bewegen, wenn man etwas aufstellt oder ein Zug, der entgleist ist, wie gesagt.
Ne? Ihr seht gerade, kommt der Nachhall wieder raus. Den müssen wir immer runterdrücken. So. Das ist halt der Nachteil an Oberleitung. Ne? Dass man halt sich dann wirklich vorsichtig bewegen muss auf seiner Anlage. Aber sieht halt wirklich besser aus, wenn er Eder fährt. Schief. Wie schon sagte, wenn jetzt immer so steht, ja, so, brauchen wir nicht drüber reden, das sieht einfach doof aus und das wird es bei mir auch nicht geben. Wenn ich die wirklich nicht gerade kriegen sollte, dann nehme ich einfach einen anderen. Oder ich nehme ein Feuerzeug, mache das ganz vorsichtig unten warm und drücke den Mast ein ganz wenig nach oben, sodass der Fuß, wenn der dann etwas schief steht, trotzdem der Mast gerade steht. Aber bis jetzt musste ich das nicht machen und es ist auch sehr riskant, weil das Zeug ja sehr schnell sich auflöst, sobald es heiß wird. Zack, der war schnell drin. Zu schnell. Die ganze Platte, die biegt sich durch hier. Kann man gleich mal hier drumherum wickeln. Wird ja sowieso doppelt fixiert. Okay, ganz leicht schief ist er. Ganz, ganz leicht schief. Ach, lass den jetzt wieder ist. Also ich meine, wenn es jetzt so ist, geht das noch. Aber so geht nicht. Dasselbe zählt übrigens auch in die andere Richtung. Ne? Da zählt das auch. Das akzeptiere ich dann genauso wenig. So. Schaut da drin. Das haben wir doch schon ganz gut hinbekommen mit der Mastsetzung an der S-Bahn-Ausweiche. Straße muss ich mal absaugen, aber ich habe leider keine Kehrmaschine. Ja, da wird wohl dann mal der Staubsauger drüber gehen müssen. Vorsichtig. Okay. So weit, so gut. Und jetzt setze ich die letzten beiden Masten. Jetzt muss ich nämlich dann ein bisschen aufpassen mit den Masten, weil ich ja dann, wie gesagt, noch die Kurve hier schottern will und schön machen. Ja, drüben. Ja, drüben. Deswegen muss ich jetzt hier bei der Mastsetzung ein bisschen aufpassen. So, das ist okay. Das passt. Gut. Abstand nehmen. Wo haben wir? Zack. Jetzt geht das wieder los wegen der Kurve. Dann würde ich sagen, den setze ich hier. Das müsste genau vor der Kurve, genau hinter der Straße setzen, das ist perfekt. Hinter der Straße setze ich den. Ich muss nämlich auch darauf achten, bei der Stelle hier, ne, wegen der Straße hier, dass da nicht der Mast mitten auf der Straße steht, sondern möglichst weit weg. Also würde ich mal sagen, der erste, der kommt hier hin. Ne,
Und den zweiten, den setzt man dann eben, wie gesagt, genau fast gegenüber, so dass der halt nicht stört mit der Weiche. Dann würde ich sagen, hierher. Das müsste passen. So. Und damit ich genau weiß, ob das auch wirklich perfekt passt, werde ich den hier zuerst setzen. Und anders machen. Den können wir dabei nochmal wegmachen, oder? Hier, der ist fester. Ja, das meinte ich damit. Ja, der Leim, der ist wirklich super. Super Porsche. So. Und nehmen wir zum Mast. Der ist kaputt. Und hier haben wir ja das Problem, dass hier zweimal aufgepasst werden muss, wegen dem Abstand. Nämlich einmal die Einfahrt zum BW und Ausfahrt S-Bahn-Ausweicher. Ne? Deswegen werde ich mir jetzt irgendwann einen Lok nehmen müssen. Ein Lok Kadaver, ein Lok Demo, was weiß ich, irgend so ein Ding. Na, wo kommst du denn? Der Dummy hat sich versteckt. Kommst du her? Kommst du her? Na komm, nicht so zögerlich, jetzt komm doch mal her. Ja, Dummy. Das ist, glaube ich, nicht die größte, glaube ich, die größte Klasse. Das wird aber schon wirklich, das wird echt knapp, Alter. Echt knapp. Ich glaube, die Klasse, die kracht dagegen. Weiter kann ich nicht rübersetzen, das geht nicht. Ich kann nicht schon versetzen, das geht. Ja, ich versetze ein Stück. Dann geht's. So. Ja, jetzt passt. Da kommt dann nur die Klasse vorbei. Aber zur Not nehme ich mal doch noch die Klasse. Und ich weiß, dass man das nicht machen soll, was jetzt kommt. Die hat ja eh keine Haftreifen. Aber das macht man trotzdem nicht. Das ist, glaube ich, meine größte Lok. Weil das eine Graham ist, 1 zu 150. Also nicht ganz 1 zu 160. Die machen ja ein bisschen größer, die Freunde in England und Großbritannien. Aber das hatte ich euch schon erklärt. Das stört mich nicht. Ja, das passt, ne? Mal sehen. Also, der Abstand reicht aus. Der Mast ist jetzt leicht schräg versetzt, das ist okay, aber selbst die Klasse kommt wunderbar dran vorbei. Da legt man die jetzt mal hier wieder aufs Dach und dann machen wir den Mast mal fest. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, denn hier, meine Freunde, ist nämlich die Weiche. Und was ist jetzt passiert, wenn hier Leim reinkommt, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Deswegen werde ich ja wahrscheinlich hier, warte mal, ein bisschen kann man trotzdem nehmen. So komme ich ja trotzdem nicht ran an die Weiche. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ganz einfach. Mir ist nämlich noch was aufgefallen, was ich noch korrigieren wollte. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache. Und zwar, hier. Halt.
So. Kann man das sehen? Ihr seht ja, dass die Straße bis hierher geht, ne? Da. Und hier fehlt ein Stückchen Asphalt. Da wollte ich hier noch ein Stückchen hinmachen bis hierher. Aber das mache ich vielleicht heute, ich weiß noch nicht. Erstmal machen wir Masten. Mast machen. Das schon den Zeug nehmen. Ja, gut. Dann testen wir das Ganze noch mit Dosto, aber ich denke mal, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Der wird mit Sicherheit nicht anstoßen. Ja. Gut, das ist ein Kleist. Das war ich. Reicht das Kleist nicht aus? Raus den Mist. So, hopp. Dann ist ein Kleister nicht mehr. Es sei denn, du schiebst ihn falsch, Jens. Ich fahre sowieso noch mal mit Staubsaugerwagen lang, das ist nicht das Problem. Aber wenn ihr jetzt denkt, dass ich das hier ganz weglasse, nö. Das werde ich ganz einfach etwas verfeinern, indem ich das schmaler mache. Das heißt also, das bleibt erhalten, aber wird weiter nach unten gedrückt. Und dazu wie immer, nein. Das nicht auf die Schienen sabbern. So, gut. Habe ich das mal schnell noch ein bisschen geändert, weil das mit der Radkante nicht geklappt hat. Ich habe das auch schon gesehen, das meine ich mit dem Mast, aber wenn er jetzt nämlich noch geklebt gewesen wäre, wäre er fort gewesen, so ist er noch fester. Da muss man halt wirklich aufpassen mit dem Masten, das ist schon grenzwertig. Deswegen werde ich es auch bloß noch einsetzen. Und zwar den, der hier gegenüber sitzt. Steht. Heißt? Ihr seht es jetzt nicht, aber
Bruder Jens hat den Nagel neben den Mast gesetzt. Ach ja. Habe das Loch nicht getroffen. So, aber jetzt ist er fixiert. Den zweiten lasse ich natürlich jetzt drin, das ist jetzt egal. Der wird gleich kaschiert. Wie immer, Doppelfixierung. Aber bevor wir das machen, holen wir uns wieder unseren Dosto. Kann man glaube ich deutlich sehen, vom Abstand her ist das perfekt. Könnt ihr das sehen? Das passt. Jetzt nehmen wir mal weg und legen den hier im Bahnhof rein. Das stört er nicht. Nicht so schlau. Muss ich sowieso mal absaugen hier. Da wäre ich mal nicht drum rumkommen. Einfach mal was anderes. Wenn ich mir eine Straße machen. Hier wollte ich schon mal einen LKW hinstellen, der gerade auf der Ausfahrt wartet. Aber ich brauche so einen Container-LKW, damit es auch ein bisschen ordentlicher sieht. Ich meine, damit es auch gut rüberkommt. So, gut. Dann machen jetzt erstmal die Masten. Jetzt gehe ich wieder auf die andere Seite rüber. Und dann zeige ich euch noch schnell, wie ich das mit dem Zaun mache, also wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Zaun, und dann melde ich mich wieder, wenn es weitergeht. So, das habe ich ja erklärt, dass ich hier den Zaun, Marschenrohrzaun, nochmal neu setzen muss, weil ja jetzt der Mast dort ist. Und dann könnt ihr euch ja denken, was ich dann mache mit dem Zaun. Ne? Erstmal gucke ich wegen Abstand. Jetzt könnte man ihn hinten lang legen. Oder man kürzt ihn, macht ihn bis zum Mast. Aber ich gucke mal, wie das aussieht, wenn ich den jetzt hier einfach hinmache. Nein, das passt nicht. Aber ihr seht ja hier, da, genau da, wo der Pfosten ist, da ist der Mast. Blöd. Gut.
Ah, sieht gut aus. Gut. Jo, so. Und schon steht der Zahn wieder. Kann ich jetzt noch ein bisschen kaschieren. Aber ich lasse es erstmal trocknen und dann schauen wir mal, wo ich dann noch was machen muss. Gut, tja Freunde, das war jetzt erstmal die Mastsetzung an der S-Bahn-Ausweiche. Mit Kaschierung und wenn ich jetzt alles umgebaut habe und da hinten dann das ganze Zeug hingeräumt habe, was ich dann brauche, um zu schottern und den Bahnübergang zu machen, da melde ich mich dann wieder bei euch. Bis gleich! Freunde und Modellbahnkumpels und Abonnenten meines Kanals, hier ist nochmal Jensis Mobawelt und ich habe noch ein bisschen was gemacht, allerdings ohne euch das jetzt zu zeigen, wie ich gebaut habe. Eigentlich war ja geplant der Bahnübergang, aber ich habe was anderes gemacht. Ist auch gut geworden, finde ich zumindest. Bahnübergang machen wir halt ein andermal. Man kann es natürlich kaum erkennen. Ich zoome mal ein Stückchen ran. Und da sieht man es schon deutlicher. Da steht Schmierfink und sein Kumpel, der sägt einen Prellbock. Was er aber leider nicht gesehen hat, ist den da. Der hat nämlich schon erspäht von der Bahnpolizei. Das wird interessant. Ja, das war nicht das Einzige, sondern wie ihr sehen könnt, der komplette Zaun wurde gemacht. Ich wollte erst Marschendrahtzaun nehmen, aber der grüne gefällt mir auch ganz gut. Dann ein Stückchen brauner, noch brauner. Der ist schön halb umgeknickt und zugewuchert. Und dort habe ich noch nicht weitergemacht. Dasselbe auf der anderen Seite. Da habe ich ein bisschen Gras wachsen lassen. Wie das halt so ist mit den Verwucherten. Ja, ist mir ganz gut gelungen, finde ich. Vor allem die Geschichte hier mit dem von der Bahnpolizei und dem Typen, der da pinkelt. Das war ursprünglich mal ein Bauarbeiter mit einem Presslufthammer. Den habe ich einfach den Presslufthammer abgeschnitten und habe ihn dahingestellt. Und jetzt sieht es wirklich so aus, als ob er hinbieselt. Und wie gesagt, sein Kumpel, der schmiert gerade einen Waggon voll oder versucht da gerade irgendwas kaputt zu machen oder abzubauen. Ja, gut. Dann hier der S-Bahn-Ausweicher. Ihr habt ja mitgekriegt, wie ich die Masten gesetzt habe. Da habe ich jetzt nochmal die S-Bahn hingestellt, also den Regio Express mit 143er, Deutsche Reichsbahn. Dann habe ich auch versucht mit Fahrdraht, habe ich aber gelassen. Das ist ein ganz feiner Draht gewesen, den habe ich euch ja gezeigt gehabt. Aber ich habe ihn weggelassen, weil bringt nichts. Dann habe ich noch ein paar Figuren gesetzt. Da sitzt er auf der Bank. Und hier drüben, das kann man jetzt nicht sehen, weil da der Zug davor steht, sitzen noch zwei Opas auf der entgegengesetzten Seite. Jetzt habe ich noch eine Oma hingestellt. Die weiß noch nicht, ob sie mitfährt oder nicht. Und da rennt gerade noch einer
Hoffentlich kriegst du mal Freund. Ja, so, das ist alles, was ich heute gemacht habe. Und ja, also ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Die Masten da hinten habe ich jetzt erstmal weggelassen. Die mache ich dann später wieder hin, wenn das letzte Gleis dann dort, was dann Bogen macht, geschottert ist. Wollte ich eigentlich heute noch machen, aber dann bin ich halt auf die Idee mit dem Zaun gekommen. Und das hat so viel Zeit in Anspruch genommen, das zu verschönern, dass ich dann gesagt habe, oh nee, komm, heute nicht mehr. Wir haben es jetzt so kurz vor 19 Uhr, oder sagen wir, haben es bald 19 Uhr und ich will das Video hier noch hochladen heute. Und wegen dem Fahrvideo, mein Freund, wegen der, ne, ja, da, keine Sorge, das wird noch gemacht, aber bitte hab Verständnis dafür, dass es heute nicht mehr passieren wird. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich mache das dann morgen, wenn ich beim Kumpel war und beim Behörden und dann wieder da bin, dann mache ich das Fahrvideo mit der Captrain. Ich hoffe, das ist okay für dich. So, das war's aber jetzt endgültig von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wenn euch mein Video gefallen hat, insbesondere das Bauvideo mit den Masten und die ganzen Erklärungen, dann lasst mir doch ein Like da. Könnt mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ihr hättet besser gemacht oder anders gemacht. Und vergesst nicht, jeder baut seine Modellbahn, wie es ihm gefällt. Und ja, mit den Worten bin ich jetzt weg. Tschüss.